So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Basti und ich haben uns gerade auf den Weg gemacht ins Hinterland von Gran Canaria. Wir haben auf Google Maps ein paar Seen gesucht und einen richtig coolen gefunden. Wir sind jetzt hier in der letzten Bucht angekommen. Hier oben verläuft die Straße. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob man hier angeln darf. Aber ja, wir haben kein Schild gesehen, dass es nicht erlaubt ist. Deswegen angeln wir jetzt erstmal mit Dosenmais hier in der ersten Bucht ein bisschen auf Karpfen. Und machen uns später auf den Weg mit der Spinnrute hier am Ufer entlang, um vielleicht den einen oder anderen Schwarzbarsch zu fangen. Jetzt gucken wir erstmal, ob hier auch Karpfen drin sind in diesem See und wie die aussehen. Taktik für heute ist simpel, freie Leine, Dosenmais, ohne Blei, nur mit einem Haken und ein Stück Vorfachschnur. Lässt sich leider kein Karpfen, kein schwarzes Barsch blicken. Ich habe irgendwie einen ganz kleinen Fisch gehakt. Der ist aber ausgestiegen. Ich glaube, es war ein Mini-Schwarzbarsch. Wir fahren weiter am nächsten See. Wir sind jetzt am nächsten See angekommen. Und hier ist es deutlich windiger, hier sind nicht so viele hohe Berge drumherum. Aber das ist nicht weiter schlimm, zum Karpfenangeln ein bisschen schwierig, aber zum Schwarzbarschangeln stört uns das überhaupt nicht. Ich versuche jetzt gerade mit einem Chatterbait hier ein bisschen den Grund abzusuchen, schön schnell, um vielleicht den Bereich zu finden, wo sich ein paar Schwarzbarsche aufhalten. Oh, da ist noch was drin sogar. Teil von den Sachen. Nein, nein. Geht unter. Nein. Wow, die Snaps sind noch da. Ach, leck mich doch. Ach geil, da ist noch was liegen geblieben. Alter. €20. Den auch noch hier. Nachdem jetzt mein ganzes Tackle hier in den See geflogen ist, bin ich erstmal an der Stelle, wo es ein bisschen windstiller ist. Selbst hier kann man kaum den Köder spüren. Da ist der erste für heute. Auf ein kleines Krebsimitat, direkt unter der Steinkante gebissen. Das sind schon geile Fische. Fette Mäuler, kampfstark. Da holen wir uns noch einen. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann, weil es ist extrem windig, aber gerade hat wieder ein kleiner Schwarzbarsch gebissen. Jetzt kommen sie langsam, die Schwarzbarsche. Wir sind jetzt in der letzten Bucht von diesem großen Stausee. Hier drückt übelst der Wind rein und anscheinend sind hier auf jeden Fall auch die Schwarzbarsche dem Wind gefolgt. Mal gucken, ob es nicht nur der einzige war jetzt. Das wäre klassisch. Jo, next one. Juhu! Wind ist immer gut, wenn man ihm folgt. Yeah.
Nummer 3. Aber jetzt kommen sie krass, wie die hier hinten drin stehen. Ja, der ist jetzt schon mal eine Nummer größer. Also hier hinten stehen sie wirklich. Jetzt kriegen wir auch mal einen Live-Biss drauf, den nächsten. Aber irgendwie klar, wenn du die Kamera anmachst, dass dann keiner mehr beißt. Aber warte mal auf den jetzt. Jetzt nicht sein. Ich mach noch einen. Dann musst du wieder ausmachen, sonst fange ich keine mehr. Das gibt's doch jetzt nicht. Also ich mache einen ganz weiten Wurf da in die Bucht rein. Jo. Da hinten sind sie. Ein ganz kleiner, aber direkt in der ersten Absinkphase. Die warten da ganz hinten im Eck. Baby Bass. Ah, der war gleich zu kurz. Ja. Junge, wie das abgeht hier. Das ist schon übel. Der ist auch ein bisschen besser. Oh ja. Yeah! Okay? Ist das windig. Die Fische rasten hier komplett aus. Juhu! Hänger. Geil. Letzten Köder versemmeln. Ah. Ach nö. Come on! Chatterbait. Damit komme ich ein bisschen weiter. Hab ein bisschen bessere Köderkontrolle wie mit dem Chick. Funktioniert auch. There it is! Nein! Ah, gut, ist noch dran. Ist noch dran. Ich dachte, der ist weg. Hast du gefilmt? It's good, chick. Alter! Das war ein großer, glaube ich. In der letzten Ecke hat er gebissen. Einmal ist er hinterher gesprungen. Im zweiten Mal hat er ihn voll inhaliert. Geil. Perfekter Schwarzbarsch. Mehr geht nicht. Hinter jedem Stein steht ein Schwarzbarsch. Verrückt, ey, direkt unter der Rutenspitze gebissen.
wir können ja kein Video machen ohne Karpfen. Geil. Also das war jetzt gerade Nervenkitzel pur. Wir haben hier in der Bucht ein paar Karpfen gesehen. Und Dosenmais und freie Leine funktioniert auch hier hervorragend. Geil. Wie der wieder aussieht, ne? Es ist unglaublich, was hier für Fische rumschwimmen. Hab's ja gespukt. Das ist der letzte für heute. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Das war auf jeden Fall ein verrückter Angeltag mit einigen Schwarzbarschen, ein, zwei Karpfen. Der darf wieder schwimmen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.